Hallo, meine lieben Crimecats, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier seht ich ohne Maske. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Und heute geht es um den Fall der Kelly Ann Bates. Die ist geboren am 18. Mai 1978 in Hattersley, Greater Manchester, England. Und ist leider gestorben schon am 16. April 1996. Also sie ist nur 17 Jahre alt geworden. Ich werde einfach mal zwei Aussagen, die über diesen Fall getroffen wurden, zitieren, damit ihr so ungefähr wisst, worauf ihr euch einlasst in Bezug auf den schrecklichen Tod der Kelly Ann Bates. Und zwar wurden folgende Aussagen getroffen. Der ermittelnde Detektiv Sergeant Joseph Monaghan von der Greater Manchester Police. Ich bin seit 15 Jahren bei der Polizei und habe noch nie einen so schrecklichen Fall gesehen. Also auch ein gestandenes Mannsbild, und er sagt, das ist das Schlimmste, was er je gesehen hat. Und dann der William Lawler, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der Pathologe, der Kelly Ann Bates Leiche untersucht hat, beschrieb die Verletzung als die schlimmsten, die er bei einem Mordopfer jemals gesehen hat. Und er hat über 600 Leichen wohl schon begutachtet und gesehen. Ihr seid immer noch da, großartig. Dann wisst ihr ja so ungefähr wieder, worauf ihr euch einlasst. Und die Triggerwarnung ist somit, hat sich die erübrigt. Ich denke mal, ihr wisst, was kommt. Genau. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach gemeinsam durch diesen besonders schlimmen Foltermord, der bis dato wirklich der schlimmste in England nicht ist. Also nicht jetzt weltweit, denn das ist auch mit der Auftakt, mit dem Sklavenmord, der ja auch so eine systematische Folter meiner Meinung nach beinhaltete, der Auftakt zu meiner Reihe von Foltermorden. Also ich werde da so eine ganze Sparte machen, dass man mal schaut, weil komischerweise ähneln sich die Sachen auch, wie ich ja immer bin. Ich suche ja danach, ach, ist das schon mal passiert? Weil man denkt ja auch immer, das kann doch nicht wahr sein, sowas darf es doch nicht geben. Gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Vorgeschichte des Mörders ein. Und zwar ist das der James Patterson Smith. Das ist ein geschiedener Mann mit schon einem großen Background an Gewalttaten gegenüber Frauen. Also der hat viele Jahre üben können und sich perfektionieren im Gaslighting. Wer nicht weiß, was das ist, ich werde auch nochmal so eine Enzyklopädie machen. Gaslighting ist halt so eine manipulative Art und Weise, wie man langsam sein Opfer ja systematisch klein hält, kaputt macht und seelisch foltert. Wer es nicht weiß, ich werde auf jeden Fall auch noch mal eine Serie dazu machen und das noch mal nähergehend beschreiben. Ja, die begannen, wie gesagt, also die Gewalttaten waren auch immer gegenüber viel jüngeren Frauen. Also das war natürlich auch sowas, die waren noch nicht so erfahren und reif, mit denen konnte das machen. Das ist bei vielen Tätern übrigens auch so eine Art und Weise, eine Masche. Das begann auch schon während seiner Ehe. Die wurde nach 10 Jahren beendet, 1980, aufgrund von Gewalt. Also seine Ehefrau hatte sich aufgrund von massiver Gewalt von ihm getrennt. Und zwischen 1980 und 1982 begann er dann eine Affäre mit der 20-jährigen Tina Watson. Die wurde auch schwanger von ihm, was ihn aber nicht von der Gewalt abhielt. Also er ist massiv gegen sie vorgegangen, hat sie, also erst hat es im Kleinen angefangen, hat sie auch gesagt. Später steigerte sich das und sie wurde wirklich wie so ein Boxsack behandelt, sie wurde getreten, er hat ihren Aschenbecher auf den Kopf gehauen. Also da waren wirklich ganz, ganz viele Sachen. Er trat ihr in die Beine, er trat ihr gegen die Beine. Gott sei Dank reichte es ihr aber endlich, als er versuchte, ihr etwas beim Baden halt anzutun, sie zu ertränken. Also wie gesagt, er hat das im Kleinen immer weiter gesteigert. Leider fand er dann schon das nächste Opfer. Das war die 15-jährige, also 15 Jahre, das muss man sich mal vorstellen, Wendy Mottershead, das war dann das neue Opfer zum Malträtieren von ihm. Und sie sagte vor Gericht, er habe versucht, sie wirklich, also auch gewalttätig war gegen sie, und er hat halt versucht, sie im Spülbecken zu ertränken. Und diese Aussagen, die Frauen trafen, das war halt bei dem Gerichtsverfahren wegen Mordes gegen ihn. Und die haben da halt quasi dieses Gesamtbild nochmal unterstützt, was die Jury auch von ihm bekommen sollte. Also von ihm als Menschen und Frauen, Schläger, Misshandler.
Sie sagte auch, dass man dann irgendwann viel zu viel Angst hat, etwas zu sagen oder sich zu wehren. Ich verstehe das auch. Ich meine, mit 15 Jahren, wenn man 15 Jahre alt gewesen ist, wie will man sich denn durch einen erwachsenen Mann durchsetzen, ne? Also, sie konnte mir ja zum Glück auch entkommen, ne? So dass sich dann leider der Fokus auf die Kellyanne Bates gelegt hat. Und in ihr hat er dann halt das perfekte Opfer gefunden. Kellyanne ist vor dem Zusammentreffen mit ihm eigentlich ein ganz normales Mädchen. Sie ist sehr selbstständig. Sie macht viel Sport, sie arbeitet nebenbei noch bei einem Grafiker und hat wirklich auch Pläne und lernt ihn kennen, als sie bei Bekannten babysittet, weil sie sich halt auch da wieder ein bisschen was dazu verdienen will, lernt sie ihn halt kennen und aus irgendeinem Grund fällt sie dann halt auf seine charmante Art und Weise rein. Ist ja klar, ich meine, ein junges Mädchen, die fühlt sich gebauchpinselt, wenn da so ein älterer Mann ihr hinterherläuft, ihr Komplimente macht, er hat sie quasi um den Finger gewickelt und das hat ihr halt geschmeichelt. 2 Jahre lang hat sie dann die Beziehung vor den Eltern geheim gehalten, das muss man sich mal vorstellen, nur schrecklich. So ein junges Mädchen, 14 Jahre alt, unglaublich, ne? Ah. 2 Jahre schafft es sie dann, wie gesagt, das geheim zu halten, aber dann, ob es nun jetzt ihr Wunsch war oder der von Smith, das weiß man nicht, ne? Aber sie hat dann halt ihren Eltern den Freund stolz vorgestellt. Später, also äußerte sich die Mutter mal in einem Interview, wie das erste Treffen vonstatten war. Also, dass die Mutter total schockiert war. Also, sie bringt ihn mit nach Hause und der erste Schock ist natürlich erstmal, dass der viel älter ist. Der Mann ist 32 Jahre alt, angeblich, angeblich. Der war da ja schon 45, ne? Und sie stellt ihn als D vor und nicht als Miss, ne? Was halt auch ein kluger Schachzug von ihm war. Er hatte halt seinen Namen, so seine richtige Identität verborgen, wegen halt der Vorgeschichten, die waren. Die Mutter äußerte sich auch in einem Interview, dass sich ihr wirklich so die Nackenhaare aufgestellt haben. Sie hatte so ein ganz übles Gefühl bei dem Typen. Also wirklich so total übel. Wollte aber ihrer ziemlich erwachsenen Tochter, die auch immer sich mit Älteren abgegeben hat, jetzt auch nichts verbieten, obwohl sie das ungute Gefühl hatte. Und das Schlimme ist, sie war ja jetzt auch 16 und in 16 ist man in England quasi so alt, dass man entscheiden kann, mit so einem alten Mann zusammen zu sein. Unmöglich, oder? Finde ich unmöglich. Also wirklich. Ja, sie konnte es ihr dann halt auch nicht ausreden. Und anfangs dachte sie dann auch eine kurze Zeit lang, er ist ja vielleicht dann doch ganz gut für sie, weil er hat sich gekümmert, er hat nach ihr gefragt, dass das alles eine Kontrolle war, sie quasi immer im Fokus zu haben. Das war beiden vielleicht auch gar nicht so bewusst. Er hat ja auch tolle Geschenke gemacht und dann kam es, wie es kommen musste, als sie dann halt die Schule beendet hatte, den Abschluss mit 16, ist sie halt bei dem Smith eingezogen in die Furnival Road bei Gorton in England. Und wie gesagt, das war leider legal. Ab jetzt änderte sich das Verhalten von ihm. Sie nimmt ab, also ihrer Mutter fällt auch auf, dass sie öfters blaue Flecken hat. Sie achtet nicht mehr auf sich. Sie hat Bissspuren und als die Mutter sie halt drauf anspricht, sagt sie, ja, sie hätte Probleme mit anderen Mädchen, ihr würde aufgelauert und aber ansonsten, oder sie ist halt gefallen, es waren Unfälle, aber nicht, dass er was damit zu tun hat. Die Tochter versucht ihr das halt so zu vermitteln. Sie glaubt ihr zwar nicht so richtig, aber kann in dem Moment nichts machen, bis Kelly wieder zurück nach Hause kommt. Also ihr hat es dann wohl auch gereicht mit ihm. Und hätte doch jemand das Mädchen genommen und wäre zu einer Beratungsstelle gegangen. Ich möchte mich nicht schlecht über Tote äußern oder überhaupt über die Eltern. Ich bin ja auch nicht in dem Konstrukt drin. Aber bei meiner Tochter nein. Das hätte ich meiner Tochter nicht erlaubt. Oder ich wäre mit ihr irgendwo hingegangen. Ich hätte versucht, mehr auf sie einzuwirken. Naja, auf jeden Fall wickelt er sie erneut ein. Sprich, er holt sie wieder zurück zu sich mit Versprechungen und dem Ganzen. Kelly hat auch zu der Zeit einen Nebenjob, wo sie halt am Jobben ist. Ne? Er ist arbeitslos und die Mutter besucht sie auch in dem Haus. Und jetzt kommt was richtig Creepiges. In dem Haus, das ist ziemlich baufällig auch. Er will das wohl auch sanieren und fertig machen. Deswegen ist es wohl auch nicht so teuer. Und er zeigt ihr halt so ein Loch im Boden. Da war so ein Gasleck und dadurch wurde ein Loch in den Boden geschlagen.
Und das wird er dann auch noch in Ordnung bringen. Ihr werdet später merken, warum das wichtig ist und so gruselig ist. So, sie geht dann zurück zu ihm und das ist ihr Todesurteil. Weil ab dann werden die Eltern sie nie mehr lebend sehen. Nochmal am Telefon, es werden noch zwei Karten kommen, die aber nicht mit ihrer Handschrift geschrieben sind. Und sie geht zurück im November 1995. Und wie gesagt, die Eltern hatten davor mal das Haus besucht, aber danach gab es keinen Kontakt mehr. Sie hat im Dezember ihren Nebenjob gekündigt, das hat die Mutter dann wohl rausgefunden. Und sie ist dann auch zur Polizei gegangen und hat gesagt, sie macht sich tierische Sorgen, hat davor die Verletzungen geschildert und das Ganze, worauf die Polizei aber sagte, sie können nichts machen. Mit 16 kann sie selber entscheiden und haben ihr halt so Broschüren mitgegeben wegen häuslicher Gewalt. Also ich möchte nur sagen, wenn ich den Verdacht hätte, ich hätte wer weiß was für meine Tochter getan. Ich hätte die da rausgeholt, ich hätte alles probiert. Ich hätte sie nicht in Ruhe gelassen. Ja, sie gibt sich dann aber zufrieden, dass sie hört sie noch ein, zwei Mal am Telefon. Dann kommen diese komischen Karten, die nicht von ihr geschrieben sind, zum Muttertag und einem Jubiläum wohl. Und der Bruder geht wohl mal hin. Da wird dann aber auch, er wird abgewimmelt und ein Nachbar, der halt dann auch nochmal extra nachfragt. Und da entgegnet Smith dann, er soll kurz warten, er geht dann ins Haus und sie kommt dann ans Fenster und winkt ihm halt. Die Karte, die letzte, die sie bekommen, die ist im März 1996. Das ist das letzte Lebenszeichen. Das richtig Schlimme, also nach 4 Wochen, also diese letzten 4 Wochen, die sie hat, kam endlich die Erlösung für sie durch den Tod. Also sie wurde von ihren Qualen erlöst. Und unglaublicherweise ging dieser Smith zur Polizeistation, er selber. Und hat der Polizei halt mitgeteilt, dass es einen Streit mit seiner Freundin gab und er hätte sie versehentlich geschlagen mit einem Duschkopf. Sie hat ihn provoziert und sie wäre ertrunken. Er hätte erst gedacht, sie markiert wieder, das wird sie ja öfters machen. Hat sie aus der Wanne gezogen, versucht wieder zu beleben und sie ist tot. Er hat echt geglaubt, das bleibt ohne Konsequenzen. Da kann man mal sehen, wie gestört dieser Mann ist. Das mit dem, was nicht stimmt, ich meine, da müssen wir nicht drüber diskutieren, aber unglaublich, ne? Der hätte ja auch verschwinden lassen können, unglaublich. Das zeigt, wie krank dieser Mensch ist. Gut, die sind dann natürlich mit ihm ins Haus gegangen. Das Haus war ziemlich verwahrlost und sie haben dann die nackte Leiche von der Kelly eingefunden und den Anblick, die werden diese Beamten ihren Lebtag nicht vergessen. Die wussten sofort, dass da was passiert sein muss, dass die haben sofort festgestellt, dass hier eine unglaubliche Gewalt und Grausamkeit am Werk war und an den Tag gelegt wurde. Und es wurde natürlich sofort die Gerichtsmedizin informiert, damit sie autopsiert werden konnte. Und das Haus wurde dann natürlich auch untersucht. Es gab keinen Raum, wo nicht Blut von ihr gefunden wurde. Kein Raum. Und ihr erinnert euch an das Gasleck, das Loch im Boden? Ja. Sie wurde die meiste Zeit in diesem Loch gehalten. Entweder war sie an die Heizung gekettet oder mit ihren eigenen Haaren festgebunden. Wie gesagt, der Gerichtsmediziner hatte 600 Menschen schon obduziert und sagte, er hätte noch nie eine solche Vielzahl an schweren Verletzungen gesehen. Folgendes wurde Kellyanne angetan. Ich zähle es jetzt mal auf, ne? Ich finde es wichtig, weil das ist wirklich unglaublich. Dass ein Mensch überhaupt so lange sowas überleben kann, ist für mich unglaublich. Das muss so schlimm für sie gewesen sein. Und zwar war sie schon 20 Kilo abgemagert, also sie hat schon kaum noch was zu essen bekommen. Tage vor ihrem Tod hat sie kein Wasser mehr erhalten. Ihr Kopf war zum Teil skalpiert. Ihre Kniescheiben waren zertrümmert. Also sie hätte gar nicht mehr laufen können mit den Beinen. Also ihre Hände hatten Quetschungen, also waren zerquetscht. Sie wurde verbrüht am linken Bein und am Gesäß. An dem anderen Bein wurde sie verbrannt durch ein Bügeleisen. Das ist unglaublich. Sie hatte einen gebrochenen Arm. Sie hatte mehrere Stichwunden im Mund und mehrere Stichwunden durch Messer, Gabeln und Scheren verursacht. Das ist unglaublich. Sie hatte Verstümmelung an ihren Ohren, Nasen, Augenbrauen, Lippen, Mund und ihren Genitalien. Sie hatte Verletzungen mit einer Astschere erlitten. Und einem Spachtel, und jetzt haltet euch bitte fest, das ist wirklich das Gruseligste, was ich je so gehört habe. Ich wusste auch nicht, dass man sowas überleben kann. Ich hoffe, sie war auch die letzte Zeit nur noch so im Delirium. Er hat ihr
mindestens eine Woche vorher, aber es können auch 3 Wochen vorher gewesen sein, die Augen ausgestochen. Er hatte die Augen ausgestochen und hat danach auch immer wieder in die Augenhöhlen gestochen mit Gegenständen. Also das heißt, sie war zusätzlich noch blind. Sie war komplett blind, sie konnte nichts mehr sehen, sie konnte sich nicht bewegen. Ach, was muss sie durchgemacht haben vor ihrem Tod? Das ist so, so schrecklich. Die Todesursache offiziell war dann halt Ertrinken in der Badewanne. Da kam dann die Erlösung. So, jetzt kommen wir zum Prozess. Also der Smith, der wurde ja vor Gericht gestellt und wollte unglaublicherweise auch noch der Kelly Ann die Schuld dafür geben und sagte, sie habe sich permanent, habe ihn permanent provoziert, habe die Mutter beleidigt, habe ihn aufgefordert, sie zu foltern. Welcher Mensch fordert denn einen auf, einem die Augen rauszuholen? Also er hat allen Ernstes noch geglaubt, dass man ihm das abnimmt. Unglaublich. Der Gerichtsmediziner sagt, es wäre keine Tat aus Wut gewesen. Also es war eine systematische Folter. Die hat ihm ja auch Spaß gemacht. Und er hat ihn wirklich ein sadistisches und verdorbenes Monster genannt. Also für mich ist das auch kein Mensch, das ist ein Tier. Die beratende Psychiaterin Gillian Massey stellte fest, dass Smith eine schwere paranoide Störung mit krankhafter Eifersucht hatte und einer verzerrten Realität, in der er lebte. Ja, das denke ich wohl auch, ne? Den Geschworenen konnten die Bilder leider nicht erspart werden und die Einzelheiten der Folter. Die haben aber Gott sei Dank natürlich Hilfe bekommen, psychologische. Die haben sie auch in Anspruch genommen. Die haben die auch wirklich gebraucht. Die Jury befand Smith natürlich schuldig für den Mordes und er wurde dann auch zu lebenslanger Haft verurteilt, aus der hoffentlich niemals entlassen wird. Hoffentlich nicht. Die Eltern haben lange Zeit nichts gesagt, bis sie dann irgendwann ein Interview gegeben haben. Verständlicherweise sind die Eltern traumatisiert und gaben sich auch bis zum Ende die Schuld. Die Mutter starb leider mit 65 Jahren, 24 Jahre nachdem quasi die Tat an ihrer Tochter vollzogen wurde, nach langer, schwerer Krankheit. Ich sag mal, sie ist jetzt wieder bei ihrer Tochter. Wenn man jetzt so an Gott und den Himmel glaubt, ich tue es jetzt nicht so, aber wer glaubt, für den ist das natürlich ein Trost. Diesmal habe ich nichts Versöhnliches am Ende, außer dass ich sage, schaut genau hin, ist jemand bei euch in der Nähe, sei es eine Freundin, Familienmitglied, dass da Gewalt vorkommt oder dergleichen. Bitte versucht ihm zu helfen. Ich blende auch nochmal hier, seht ihr auch nochmal die Nummer, wo man anrufen kann. Schämt euch nicht, holt euch Hilfe, lasst euch nicht einwickeln. Ihr seht, wie es enden kann. Also das ist so schlimm. Also schaut nicht weg und wie immer sage ich, schnappt euch mal euer Haustier, habt ihr irgendwas, knuddelt es oder fühlt euch imaginär von mir gedrückt. Schön, dass wir den Fall von der Kelly Ann zusammen besprechen konnten, so dass sie nicht vergessen ist. Und wie immer habe ich noch so ein kleines Bonbon. Es gibt nämlich noch so einen ähnlichen Fall, wo Gott sei Dank die Frau aber überlebt hat aus Irland. Den werde ich dann als nächstes besprechen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Bleibt uns treu. Mittlerweile sind es über 50 Abonnenten. Ich danke euch total. Und macht's gut. Eure Crime Cats. Bye. Bye.